Sunshine Village erreicht. Ich bin super gespannt. Das ist für mich das erste Mal, dass ich Skifahren gehe in den Rocky Mountains. Ich bin es gewohnt, in Österreich und der Schweiz zu fahren. Hab mir aber sagen lassen, dass es hier eine ganz andere Nummer sein soll und der Schnee unvergleichlich. Schnee, das ist das richtige Stichwort. Die Sicht ist zwar nicht der Hammer heute, aber Schnee ist genau das, was wir brauchen. Und es hat schon angefangen zu schneien, es wird auch noch weiter schneien. Und gleich geht's mit der Gondel hoch. Ich freue mich auf einen coolen Tag oben und bin gespannt, was sich dort erwartet. Ganz ehrlich, ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt hier wirklich in den Rocky Mountains stehe, in Sunshine Village. Es schneit. Es wird tatsächlich heute ein Traum wahr, in den Rocky Mountains Ski zu fahren. Ich freue mich ganz besonders, dass der Steve Pample von Ski Bag 3 heute mit dabei ist und mich ein bisschen rumführt und mir zeigt, was man hier alles erleben kann. Steve, what does Ski Bag 3 mean? Well, Ski Bag 3, we're a representative of the three ski resorts here in the Banff National Park. So obviously we're at Sunshine Village today, and we also represent Mount Norquay and Lake Louise Ski Resort as well. So what that means is when you're coming from Germany, say, and you're coming to the Banff National Park, you get one lift ticket that gives you access to all three ski areas. So you have the option of skiing any resort on any given day, and of course it includes your transfers to each of the resorts as well. I see, it never gets boring, I guess. No, you've got almost 8,000 acres of terrain to explore, so there's something for absolutely everyone in terms of terrain, everything from green, blue, awesome, through to the black and double black skiing as well. Wow, that sounds great. So, honestly, I can't wait. Yeah. I want to go skiing now and we'll have a further look. Thank you, Steve. Go. Vormittag verteilt, habe ich schon die ein oder andere Piste mitgenommen. Ich bin vollends begeistert. Der Schnee ist der Hammer. Und total verrückt, man kann einfach fahren, wo man will. Sprich, man findet immer irgendwo eine Linie, wo noch niemand gefahren ist, die man ganz für sich alleine hat. Voll ist es auch nicht, man steht kaum an den Liften. Man steht eigentlich nicht an, man stellt sich einfach hin und rutscht direkt rein und setzt sich schön in den Sessel und fährt dann wieder rauf. Ich habe echt schon coole Runs gehabt heute und ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber ich glaube, es wird Zeit für eine heiße Schokolade. Wo kann man wohl besser Pause machen als hier im Trappers? Eine alte Berghütte, die früher von Wanderern und Jägern angelaufen wurde. Draußen haben wir schon eine gute Runde Skifahren hinter uns und jetzt zum Aufwärmen ist es perfekt und sehr, sehr gemütlich hier drin. Mit einem leckeren Bier warten wir gerade auf unser Mittagessen und dann sind wir gut gestärkt und es geht wieder raus in den Schnee.